Der Markt macht es spannend aktuell und zwar im positiven Sinne für die Bullen. Gucken wir uns den Nasdaq mal an. Dazu hatte ich ja im Trade des Tages gestern einen Vorschlag für die Long-Seite gebracht, die 1 zu 1 so nicht aufgegangen ist. Der Kurs ist, bevor er gestartet war, nochmal eine Stufe tiefer. Jetzt musste man mitdenken, wer jetzt nur sich auf den Trade des Tages verlassen hatte, der hat jetzt natürlich dann keinen Trade, also auch nicht negativ, aber keinen Trade machen können. Die Idee, die dahinter steckt, ist aber exakt die gleiche. Grob haben wir gesagt, das hier vorne ist ein relativ dynamischer Anstieg, hier hinten wackelt das runter. Jetzt müssen wir ein bisschen ins Detail gehen. Das will ich aber gerne machen, denn es sind ja Situationen, denen wir uns als Händler ständig ausgesetzt fühlen. Zum gestrigen Zeitpunkt sah das in etwa so aus. Ich muss jetzt lügen, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber wir hatten hier das letzte Tief hier vorne, das vorletzte und der Trigger war diese Marke hier vorne und dementsprechend ist der Markt noch mal einmal tiefer gelaufen. Damit hat sich das Bild natürlich erledigt. Wir hatten dort eine Marke irgendwo gesetzt. Ich glaube sogar bei 800, 750, wo wir gesagt haben, wenn die nach unten gestoßen wird, dann ist unser konkreter Einstieg erstmal erledigt. Die Idee an sich ist aber natürlich die gleiche. Nach wie vor ist das die starke Bewegung, nach wie vor ist das das Wackelige, also entsprechend das neue Tief, das letzte Tief hier und dementsprechend der Einstieg. Dann nicht mehr diese Marke, sondern diese Marke, die sich dann hier draus eben ergibt. Also ihr seht, das Prinzip ist ganz häufig, dass wir zum Beispiel mit den Einstiegen, die wir gerne gehabt hätten, dann gar nicht zurande kommen, sondern das anpassen müssen aufs nächste. Solange die Idee aber die gleiche ist, da hat sich ja nichts dran verändert, da hätte sich was dran verändert, wenn er jetzt einen Schub nach unten gemacht hätte, dann hätte man sagen können, Moment mal, das sollte doch korrektiv sein. Spätestens jetzt ist klar, das ist wohl doch nicht korrektiv. Aber solange das wackelig hier eben ist, und damit klar auch unterscheidbar von dieser relativ deutlichen Bewegung, die wir jetzt hier hatten, dann ist es relativ nachvollziehbar, dass eigentlich die Trendrichtung sich nochmal fortsetzt. Wir hatten damals für unseren ursprünglichen, den Stundenchart hier als Trailing Stop mit dem Parabolic im Hinterkopf, wer gesagt hat, die Idee ist die gleiche, ich mache hier meinen Einstieg, der ist natürlich dann auf der gleichen Schiene dann quasi unterwegs und hat den Nachziehstopp jetzt hier. Kurzer Vergleich, unser typisches 100%-Ziel, das wir ja immer gerne haben, das wäre also erreicht, Stopp und Ziel liegen auf gleicher Höhe, aber wir hatten ja schon angegeben, wenn er dieses letzte Zwischenhoch hier reißt, ja, dann müsste er eigentlich auch noch mal hier rüber gehen. Das hat er jetzt tatsächlich getan. Das kann auch noch weitergehen. Es ist also nicht gesagt, dass der Kurs jetzt nach unten wegbricht. Es ist also ab jetzt eigentlich ein Free Lunch. Mal gucken, wie weit er noch läuft, wenn er jetzt doch abknickt. Na gut, der Stop wird wahrscheinlich noch ein bisschen nachgezogen werden. Aber wir haben dann alle Chancen, hier zumindest mal nicht schlechter dazustehen, wie das initiale Target hier für diese Überlegung. Und wenn der Kurs jetzt sogar noch weiterläuft, umso besser. So, wer sowas verpasst hat, seid da nicht traurig. Es geht gar nicht darum, ob dieser eine Trade, macht überhaupt keinen Sinn, den jetzt über zu glorifizieren. Seht ihr, ich habe euch das gesagt, sondern es geht darum, das Prinzip dahinter zu verstehen und zu erkennen. Ja, das ist ja keine außergewöhnliche Situation. Das ist etwas, was ganz typisch ist, ganz nachvollziehbar ist und auf vielen verschiedenen Zeitebenen immer wieder stattfinden kann. Deshalb das als Hinweis dazu. Guckt euch das sehr, sehr gerne selber an. Wenn ihr mehr dazu haben wollt und seid ihr alleine immer angucken, dann verpasse ich das. Zum Beispiel jetzt hier im Moment bei Gold haben wir vielleicht eine Situation, die sich sogar ähnlich nochmal ausgeben lässt. In dem Fall auf einer ganz kurzen Zeitebene. Wenn ihr sagt, ich mag das nicht alleine angucken, ich finde das immer schön, ein bisschen betreutes Traden, hätte ich jetzt fast gesagt. Naja, aber gemeinsam mal drauf gucken, dann ist vielleicht Born for Trading nicht ganz uninteressant. Schaut euch das mal an. Da gibt es immer wieder Hinweise auf Smartphone oder wer sogar will, im Live, dann einfach live mit dabei zu sein. Deshalb schaut euch das einfach an, meldet euch an und guckt da mal ein bisschen tiefer rein in das Ganze, wie wir das Ganze machen. Oder guckt eben auch selber drauf. Ihr seid natürlich auch eingeladen, mit eigenen Augen solche Situationen zu sehen und dann eben gegebenenfalls umzusetzen. In diesem Sinne drücke ich euch jetzt die Daumen. Wie gesagt, wer mag, meldet sich für den Trade des Tages an mit konkreten Handelsideen bzw. auch immer wieder Updates dann über das Born for Trading. So oder so freue ich mich, wenn ihr einen erfolgreichen Tag habt und dann sehen wir uns morgen mit Sicherheit wieder. Bis dahin macht's gut und liebe Grüße.